Lit und Traute x27 Semikolon ist dann zur Überraschung, Isabel Edfards Sohn liebt Jimmy. Absolutes Lied dann zur Überraschungsei. Jimmy Blüochsenknecht, 26, tanzte in diesem Jahr mit Profitänzerin Renata Lusin, 30, beim beliebten RTL-Format um den Dancing-Star-Titel. Die Jury um Mozi Mabuse, 37, ist hellauf begeistert von dem Musiker. Besonders sein feuriger Paso Doble in Show 2 brachte dem 1,92 Meter großen Wahlberliner viel Lob, Standing Ovations und jede Menge Punkte ein. Hat der leidenschaftliche Koch aber auch Chancen auf die Krone? In diesem Jahr nimmt Tänzerin Isabel Edfards Sohn, 35, aufgrund ihres wenige Monate alten Sohnes nicht bei Let's Dance teil. Nichtsdestotrotz verfolgt die Neumama die Staffel gespannt und die Performance des Sohns von Natascha, 53, und Uwe Ochsenknecht, 62, hat nicht nur die Jury umgehauen, wer mich total positiv überrascht hat, ist der Blü. Was für eine Leidenschaft und Hingabe, oh, ich finde das so toll, schwärmt die gebürtige Schwedin im Promiflash-Interview. Die Blondine ist davon überzeugt, dass man sich als Tanztrainer nicht glücklicher schätzen könnte, wenn einen Promi so viel Ehrgeiz und Talent an den Tag legt, wie es der jüngere Bruder von Wilson González, 28, derzeit zeigt. Von Show zu Show mausert sich der Schauspieler zum Publikumsliebling. Für kein Wunder, denn neben seinem Tanztalent bringt der 26-Jährige zwei wichtige Dinge mit, Jimmy hat einfach keine Hemmungen und er und passen einfach auch sehr, sehr gut zusammen. Wenn der Snaker-Fan so weitermache, könne er es sogar unter die Top 5 schaffen, davon ist die mehrfache deutsche Meisterin in Standarddänzen überzeugt. Alle Infos zu im Spezial bei rtl.de.